Da steht sie. Wie ein Magnet zieht sie staunende Blicke an und fesselt ihre Zuschauer. Nicht zufällig Drehort für popkulturelle Serien und Filme. In der Architektursprache von Axhelm Rolwin erhebt sich entlang der Promenade des Griebnitzsees dieses futuristische Meisterwerk. Ein Ort voller Schönheit, Ruhm und Vertraulichkeit. Erfahre geradlinige Konsequenz, genährt von hochwertiger Qualität in einem einzigartigen Zusammenspiel. Wanna see something unreal? Willkommen zurück zu einer neuen Roomtour von Unreal Estate. Und ich muss sagen, Freunde, ich bin wirklich mehr als gespannt heute, denn wir touren bis dato das geilste Objekt, wenn ich so sagen darf, was wir bisher hatten. Es hat nicht nur eine sehr schöne Optik, sondern es hat auch viel Kultur mit sich. Denn wie schon im Trailer erwähnt oder auch wie ihr schon im Vorhinein erkennen konntet, wurde hier die Kultserie Jerks gedreht. Das Haus hier hat dem nämlich dem Fariyarin gehört. Aber es soll heute nicht nur um die Serie gehen, sondern primär um dieses unglaubliche Haus. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier direkt mal an im Eingangsbereich. Was ich euch nicht vorenthalten möchte, ist dieser traumhafte Blick, den man jetzt schon mal hat, diesen Skyline-Blick über das Wasser, über den Griebnitzsee. Wir befinden uns hier in Babelsberg, dem größten Stadtteil von Potsdam. Und im Eingangsbereich werden wir hier empfangen, neben dem schönen Blick von dieser traumhaften Treppe, die so ein bisschen schwebend wirkt. Ja, ist ein Eyecatcher, weil durch diese Holzunterbau die Treppe so ein bisschen wie so im Raum schwebt. Gefällt mir persönlich sehr gut. Des Weiteren sind rechts und links noch weitere Räume. Da kommen wir später zu, weil ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Kommt mit ins Herzstück von der Villa in den Wohn- und Essbereich und schaut euch mal bitte diesen Seelenfrieden hier an. Ja? Was hat man natürlich versucht hier umzusetzen? Durch die bodentiefen Fenster, fließende Übergänge von der Natur zum Wohnen und wieder zurück. Ich muss auch sagen, als ich das erste Mal hier reinkam, ich hatte wirklich ein sehr angenehmes Gefühl, aber auch ein privates Gefühl. Hier sind überall große Fensterfronten, aber man ist trotzdem hier irgendwie privat und gut sichtgeschützt. Zu meiner Linken fangen wir mal hier in der Sitzecke an. Haben wir eine kleine Sitzecke. Außerdem wird durch diese indirekte Beleuchtung um der Decke eine sehr angenehme Atmosphäre hier in dem Raum geschaffen. Schöner Kamin, ja, Echtholzkamin. Und dann hier eine Sitzecke. Ja, mit einem schönen Leuchter drüber, den Stuhl nochmal hier richtig hinstellen. Und dann kommen wir auch hier schon über die erste Schiebetür raus auf den anliegenden Balkon. Hier hat man natürlich das sehr schön umgesetzt. Man hat hier diesen Travertinstein benutzt, wie man auch ihn an der Fassade nutzt. Ja, ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr schöner Stein, der sich einfach sehr gut benutzt. Er sieht modern aus, er sieht irgendwo auch edel aus, wurde schon sehr lange benutzt, auch früher in der Antike schon viel zum Bau und passt auch heute hier immer noch sehr gut rein. Hier drüben hat man ein paar Kübel platziert für den Sichtschutz, ja, auch sehr clever geplant. Und dann natürlich, guckt euch mal dieses Gefühl hier an, wenn ihr hier an der Reling steht, in euren Garten schaut und auf den Griebnitzsee und den vorbeifahrenden Booten winkt. Ich persönlich selber komme ja aus Potsdam und bin hier damals auch früher mit dem Boot vorbeigefahren. Und bevor auch die Jerks-Serie hier, wo ich das erste Mal aufmerksam geworden bin auf das Haus, gedreht worden ist, bin ich hier schon ja, mit dem Kanu lang gepaddelt. Kurze Randnotiz. So, zurück in der Villa. Gucken wir uns mal die Küche an. Die Küche ist so eine ja, leicht mattgoldene Farbe. Hier schön eingearbeitet die Schränke in diese Holzvertäfelung. Genau. Haben alles, was wir brauchen. Hier nochmal einen kleinen Ausgang auf dem Balkon. Ja. Spüle, Kaffeemaschine von Miele, Backofen von Miele und einen Dampfgarer, auch von Miele. Das Besondere an der Küche ist, finde ich, auch da oben zu sehen, die Dunstabzugshaube ist so eingearbeitet in die Decke, schön versteckt. Bevor wir ins erste Obergeschoss gehen, zeige ich euch jetzt nochmal die weiteren Zimmer, die ich euch am Anfang übersprungen hatte, damit ihr mal den Ausblick seht. Hier haben wir noch einen kleinen Hauswirtschaftsraum, ja, ist auch notwendig. Hier geht es dann weiter zu den weiteren Wohnungen. Da erkläre ich euch mal später, wenn wir draußen sind, den gesamten Aufbau von dem Objekt. Ist nämlich gar nicht so einfach. Weiter geht's. Hier ist noch ein weiterer Raum, wird momentan als Büro genutzt.
Man hat hier auch wieder bodentiefe Fenster. Ja, eine sehr schöne Einrichtung. Kleine Sitzecke, Büro. Gefällt mir sehr gut. Dann gehen wir weiter, Niklas. Jetzt eine Sache noch, ein Stilelement, was ihr auch oben im Bad sehen werdet. Wir haben ja hier diesen PU-Boden, ja, das ist ja so eine weiße Masse, die hier gegossen oder geschoben worden ist, ausgerollt worden ist. Und hier als Kontrast dann dieses Echtholz, ja, dieses dunkle Echtholz, das werdet ihr oben auch sehen. Das hat man hier wie so ein Stilelement langgeführt, den Weg in den Wohnbereich, der geht halt, der hört nicht da vorne auf, sondern der geht halt, wie ihr schon gesehen habt, bis hier rüber. Das ist auch ein sehr schönes Stilelement, was hier oben auch sehen werdet. Von hier aus kommen wir dann auch in das Badezimmer. Ja, tolles Badezimmer. Sehr schöne Badezimmeroptik und sehr schöner Badezimmer-Vibe. Wir haben hier einen kleinen Stauraum, auch schön versteckt. Spiegel mit Hintergrundbeleuchtung. Dornbracht-Armaturen, auch sehr hochwertig. Und hier die Kenner Alessi-Keramik. Ja, sieht immer geil aus, hat ein schönes Design und ist auch ein sehr hochwertiges Produkt. So, Thema der Villa. Wie ich schon beschrieben hatte, du hast hier im Eingangsbereich oder im unteren Bereich sehr viel Weiß, der ganze Boden ist weiß und halt als Kontrast diese Holzelemente. Ich denke, die Architektin Frau Axleben wollte halt, wie ich schon erwähnt hatte, so fließende Übergänge von der Natur und Wohnen schaffen. Und ja, ist fast wie so ein Infinity Edge Pool, muss ich sagen, genau, zum See raus. Ja, wie so ein guter Punkt. Das wollte ich am Anfang sagen, aber ich habe dann Skyline gesagt, aber es ist wirklich wie so eine Art Infinity Pool, wo man hier so übers Wasser guckt. Das Haus ist natürlich auch von der Fassade her sehr futuristisch und ich würde sagen, wir machen weiter mit der Tour, nämlich im ersten Obergeschoss. An dieser Stelle, bevor wir ins erste Obergeschoss jetzt gehen, möchte ich eine Gelegenheit nutzen, euch die Lage zu zeigen. Ihr wisst, die Villa wurde für die Jerks-Aufnahmen auch genutzt. Wir zeigen euch jetzt ein paar Original-Drehorte und auch ein paar Aufnahmen hier aus der Umgebung von Potsdam, von Babelsberg. Viel Spaß! Das Garage Dupont ist ein Original-Drehort von der Serie Jerks. Hier haben Christian Ulm und Fahri Yardim immer zusammen am Stammtisch gesessen und gegessen mit ihrer Managerin oder auch mit Freunden. Das Einstein-Gymnasium. Ich persönlich war selber früher auf der Schule, sowie in der Serie Die Kinder von Christian Ulm. Außerdem liegt die Schule mitten in der Innenstadt in Potsdam, ist ungefähr 10-15 Minuten von der Immobilie entfernt. Generell Potsdam hat sehr viel, sehr schöne Kultur, gute Schulen, gute Anbindungen, sehr gute Infrastruktur, was auch Krankenhäuser etc. angeht. Also eine sehr lebenswerte Stadt. Nicht weit vom Objekt befindet sich der Park Babelsberg mit dem imposanten Schloss Babelsberg und dem Strandbad Babelsberg, was ich persönlich sehr empfehlen kann. Wenn du noch einen besseren Eindruck von Potsdam haben möchtest, schau dir unser YouTube-Video an, was hier oben verlinkt ist. Dort bekommst du ihn. Jetzt geht's weiter mit der Tour. So, weiter geht's mit der Tour. Wir kommen hier wie am Anfang beschrieben über die Treppe hoch. Die Treppe übrigens ist aus Korian und aus Echtstein. Ja? Die Stufen sind echter Stein und die Ummantelung ist Korian. Wer Korian kennt, auch ein sehr hochwertiger Stoff, der oft auch in Bädern benutzt wird. Dann ist das Objekt hier so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben hier zu meiner Rechten einen weiteren Raum, einen Hauswirtschaftsraum und dann hier kommen wir über diese raumhohe Tür. Die ganzen Türen auch hier, muss man an der Stelle zeigen. Auch alle zagenfrei, ja? Auch in der schönen weißen Optik. Sehr minimalistisch. Wie ihr wisst, ich stehe auf Minimalistik. Gefällt mir persönlich sehr gut. Man kann die auch auf beiden Seiten, glaube ich, aufmachen, ne? Ja, ich kann es mal probieren. Ach ja, guck mal hier. Guck mal. Ja. Und dann hat man hier oben seinen privaten Bereich und der ist so wie so ein Loft aufgebaut. Und man hat natürlich, ich kann es nicht oft genug sagen, diesen unfassbaren Blick auf den Griebnitzsee. Und hier geht es weiter mit einer freistehenden Badewanne. Jetzt, Niklas, jetzt stell dir mal vor, du kommst abends nach Hause und legst dich in diese Badewanne und guckst dann auf deinen See und schaltest einfach mal ab. Und hat noch den Kamin noch an. Stimmt, und hat noch den Kamin an im Winter. Richtig was Gänsehaut. Ja, unreal. Kannst hier dein Holz reinwerfen. Der Kamin ist ein bisschen anders als unten. Der ist von allen Seiten einsehbar. Unten war ja nur von einer Seite einsehbar. Der Kamin ist ein bisschen anders gestaltet. Dann hat man hier sein Bett sowie, wir gehen mal hier kurz rum, eine Ankleide, die auch sehr geräumig ist. Also hier kann man wirklich das ein oder andere T-Shirt hinpacken, ja, wo er seine Fliegen- und Hosenträger verstauen. Genau.
So, und dann, Niklas, muss ich mal deine Meinung jetzt wissen. Braucht man hier noch einen Fernseher, wenn man hier morgens aufwacht? Guckst du hier Sat.1 Frühstücksfernsehen oder guckst du hier eher raus? Ich glaube, man guckt hier eher raus. Ne? Ja, glaube ich auch. Das ist unglaublich, dieser Blick. Ja. Wie gesagt, diese bodentiefen Fenster schaffen halt, wie Niklas meinte, wie so ein Infinity Pool mit Blick über, über den See direkt. Einfach ein traumhaftes Gefühl, was man hier hat, wenn man auch in einem Raum hier drin steht. Weiter geht's mit der Tour ins Badezimmer. Das Badezimmer wird durch Schiebetüren abgetrennt. Nämlich, die sind auch hier versteckt. Also hier sind natürlich, wie ihr sehen könnt, ist eine Schiebetür. Und man hat hier so ein weiteres Versteck, das hat mir der Eigentümer, als er mir die Tour gezeigt hat, gezeigt. Ich meinte, wir waren hier auf den Fotos, wir haben uns natürlich ein bisschen vorbereitet, waren noch Schiebetüren. Hat er mir gezeigt, ja, hier hinter sind die, man kann die dann so rausholen und dann kann man auch den Badbereich abschließen. Und dann kann man die wieder zurückschieben in ihr Lager. Sehr schön. Ja, genau. Sehr schön. Warte mal, jetzt habe ich das ein bisschen hier. So, zack und zack. Genau, Badezimmer. Und das ist jetzt der Punkt, den ich meinte. Ne? Okay, jetzt liegt der Teppich hier. Ich mach den mal kurz ein bisschen weg. Aber das ist genau der Punkt, wo ich meinte, du hast hier diesen PU-Boden, diesmal andersherum. Ja? Diesen Kontrast zwischen dem Weiß und dem dunklen Holz, das hier so quasi ja, als Stilelement eingebaut worden ist, wie so ein Catwalk zum Spiegel. Und darüber hast du die Decken, indirekte Deckenbeleuchtung, die symmetrisch ist hier zu diesem Catwalk, nenne ich immer jetzt. Ja? Sauna. Ja, für alle Sauna-Fans. Kann sich hier entspannt hinsetzen und saunieren. Groß und modern. Groß und modern, ja. Und verglast. Und verglast, na ja klar, damit du halt auf Wasser gucken kannst. Hier ist noch ein WC und ein BD. Ja. Das Licht anmachen, zack. Und hier um die Ecke noch, gegenüberliegend vom Waschbecken halt. Die Dusche mit Blick aufs Wasser. Ja, ich merke, ich wiederhole mich heute ein bisschen, aber es hat auch seinen Sinn, warum einen Grund. Es gibt einen Grund, warum ich mich wiederhole. Dann haben wir hier wieder eine Schiebetür, die uns hier rausführt zum kleinen Balkon hier. Kann man dann nach dem Saunagang sich hier noch ein bisschen hinsetzen, ein bisschen Zeit genießen. Und ein bisschen ja. Sport treiben. Und ein bisschen, stimmt, und ein bisschen Sport treiben. Das ist ein Rudergerät. Kann man hier ein bisschen mal lochen. Ja? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weiter geht's mit der Tour. Von hier kommen wir jetzt in ein weiteres Zimmer. Ja, hier ist noch ein kleiner Hauswirtschaftsraum. Auch alles in dieser weißen, minimalistischen Optik. Hier wieder schön versteckt in der Wand. Etwas Stauraum, ja, Sportsachen. Für den momentan so genutzten Sportbereich, würde ich sagen. Also man hat hier noch ein weiteres Zimmer. Sportbike. Hier, der Raum wird getrennt durch diese Wand hier. Hier hat man auch gleiche Material benutzt wie an der Fassade, diesen schönen Travertin. Der Klang, hör mal. Schön, ne? Travertinstein, sehr schöne Umsetzung hier mit dieser kleinen Ausbuchtung, mit den ganzen Büchern, die man hier platzieren kann, wie so eine kleine Bibliothek. Ja? Tisch, große Couch, hier noch so ein kleiner Seitenbalkon. Ja? Und dann anliegend hier nochmal ein Badezimmer. Ja? Dann gehen wir jetzt wieder zurück zum Eingang und zeigen euch die Villa von draußen, quasi das Exterior. Und dann erkläre ich euch noch mal ein bisschen den Aufbau. Weil wir haben in der ganzen Villa insgesamt drei Wohnungen, die auch separat begehbar sind. Ja? Folgt mir. Jetzt stehen wir vor dem Objekt und ich zeige euch jetzt das Exterior. Und schaut euch mal bitte diesen repräsentativen Eingang an. Ja? Mit der Travertinfassade. Es sind immer, gerade bei so futuristischen Häusern, klare Linien, harte Kanten und ja, einfache Symmetrien, die halt sowas auszeichnen. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Außerdem hat man hier vorne noch so ein paar Beete angelegt. Glaube ich, ein echter Stahl sogar in dieser Anthrazitfarbe. Sind in der gleichen Farbe wie die Außenfassade. Also hat man dort auch die gleichen Stilelemente. Außerdem müsste man jetzt denken, wenn die Serie Jerks geguckt hat, das Haus von Christian Ohlen müsste gegenüber sein. Aber ich zeige euch jetzt mal, dass es das nicht ist. Für all die Kenner, die die Serie gesehen haben, da ist das legendäre Haus von Christian Ohlen aus der Serie Jerks. Ich muss sagen, es liegt nicht direkt gegenüber. Die Villa ist so ungefähr 150 Meter weiter, aber liegt in der gleichen Straße. Habe ich doch gesagt. Ja? Hier wurde ein bisschen an der Stelle geflunkert. Aber
gehen wir weiter mit dem Haus. Wir gehen jetzt hier mal rum um das Haus. Hier wurde wirklich auf jedes Detail geachtet. Man hat hier nochmal so einen Stepstone, ja, wie man darauf treten kann. Insgesamt haben wir im Exterior 4 Außenterrassen, die halt erkenntlich sind, weil halt hier die mit Holz bepflastert sind. Außerdem haben wir hier zu meiner Linken noch eine kleine Rasenfläche. Da stand auch in der Serie das Trampolin, wo Fariyarim gesprungen ist, falls sich jemand erinnern kann. Ihr merkt, ich habe die Serie sehr gerne geguckt. Erste Terrasse, und dann kommt man hier den Weg runter. Hier befindet sich die zweite Terrasse. Und ich denke, auch jetzt ist vielleicht gar kein schlechter Moment, euch mal den gesamten Aufbau von der Villa zu erklären. Dafür gehen wir mal ein Stück runter, dann versteht man auch besser die Architektur von der Villa. Dann kommen wir diesen Weg hier runter, haben hier noch eine weitere Außenterrasse und hier vorne hat man auch einen Bootsanlegersteg und kann halt dort, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, 1, 2, 3, 4, weiß jetzt nicht genau, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, 4 Boote platzieren oder auch vom Steg ins Wasser springen. Hier ist auch ein beliebter See, wie gesagt, der Griebnitzsee, wo oft hier mal Boote vorbeifahren, die man beobachten kann. Wir drehen uns mal um. Ich zeige euch mal nämlich jetzt das Haus vom Aufbau her, damit ihr auch gleich versteht, wenn wir reingehen, wie das aufgebaut ist. Das Haus ist nämlich in Hanglage gebaut. Wir haben 4 Geschosse. Einmal das Untergeschoss hier, dann die Belletage, die auf der Straßenebene ist, sage ich jetzt mal. Dann das erste Obergeschoss und ganz oben drauf ist nochmal ein Penthouse. Die gesamte Villa ist wie ein Mehrfamilienhaus aufgebaut und hat insgesamt 3 Wohnungen. Die erste Wohnung habe ich euch jetzt gerade gezeigt und ja, jetzt folgen noch die weiteren 2 Wohnungen, die sich einmal hier im Untergeschoss sich erstreckt und noch einmal im Obergeschoss. Da gehen wir jetzt hin. Hier ist nochmal eine weitere Außenterrasse, wo man hier auch jetzt eine abgedeckte Sitzlounge sehen kann, wo man natürlich jetzt hier auch vieles weitere verbringen kann. Es ist einfach ein sehr schönes Ambiente hier. Es ist sehr privat. Und hier seht ihr auch nochmal diese Hanglage, wie das gebaut worden ist. Hat man ein paar große grüne Rasenflächen mit einer Steigung halt drin. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal rein. Ich zeige euch mal jetzt die zweite Wohnung. So, dann gehen wir mal rein jetzt hier in das Untergeschoss. Das Untergeschoss, also wir kommen jetzt gerade nicht durch den Haupteingang. Das ist halt ein kleiner Seiteneingang, so wie so eine Art Austritt. Das Untergeschoss ist wie ein Loft aufgebaut. Wir haben das momentan nicht möbliert, deswegen huschen wir jetzt mal so kurz hier durch. Küchenzeile, Kücheninsel, ebenfalls hochwertige Elektronik, Gaggenau, Induktionsherd, hier die elektronischen Geräte von Miele und alles weitere. Dann geht es hier links rum um die Ecke ins Badezimmer und dann hier vorne so einen kleinen Vorraum nochmal mit einem Einbauschrank. Dann die Badewanne, Sauna, hier durch ist dann Waschbecken und hier nochmal hinter den verglasten Türen eine Dusche und ein WC. Dann hier haben wir natürlich, ich zeige es mal ganz kurz, haben wir diesen großen loftartigen Raum. Die untere Etage hier ist, glaube ich, mal sehr gut nutzbar, auch für eine Single-Wohnung. Du hast hier halt das große Loft mit Blick aufs Wasser, mit direktem Ausblick in den Garten. Und die ganze Geschichte wird hier abgetrennt durch diese Trennwand. Und wir haben hier nochmal zu der Linken auch nochmal ein weiteres Badezimmer. Ja? Dusche, Waschbecken und nochmal ein WC. Und dann kommen wir hier drüben zum Haupteingang der Wohnung. Wie gesagt, jede Wohnung hat einen separaten Eingang und das ist der Haupteingang von der Wohnung. Und man kommt dann quasi, kannst hier einmal hier mit rauskommen. Ist auch so ein bisschen versteckter Eingang. Genau, ein bisschen versteckt. Du kommst halt hier die Treppe runter. Ja, da gehen wir gleich mal hoch. Dann zeige ich euch dann nochmal den Stellplatz für den Autos. Und dann kommt man hier in diese Wohnung rein und hat hier zu meiner Rechten noch eine Schrankwand mit ein wenig Stauraum etc. Und genau, kommt dann in die Wohnung rein. Wir gehen mal weiter jetzt in die dritte und letzte Wohnung. Genau, von hier, von dieser Stelle, können wir auch mal kurz reingehen. Das ist nämlich der Keller von der ersten Wohnung. Ja, wir haben hier nochmal einen Kellerraum. Hier geht es dann hoch wieder in die erste Wohnung, die ich euch vorhin gezeigt hatte. Das ist auch nochmal ein Seiteneingang. Und man kommt auch von dort hoch in die Garage. Das zeige ich euch jetzt aber alles. Ich will jetzt hier nicht spoilern. Wir gehen natürlich über diesen Treppenaufgang jetzt hier von der anderen Seite hoch und kommen dann auf diesen sehr geräumigen Stellplatz hier. Man hat hier drüben die Einfahrt, hat hier einen sehr großen Stellplatz. Ich glaube, hier passen noch mindestens noch 2, 3 Autos hin. Und hier drüben noch ein kleines Holzlager, ja, auch sehr schön umgesetzt, sowie die Garage. Die ist jetzt so hochgefahren. Hier hat man auch nochmal Stellplatz für 2 Autos.
Und über diese Tür kommt man dann in die erste Wohnung. Ach, die ist sogar offen jetzt gerade. Kann man mal kurz zeigen. Über diese Tür gelangt man dann von der Garage trocken und sicher in die Hauptwohnung oder in das erste Apartment, was ich euch gezeigt habe. Hier kommen wir zur Treppe und ich mache hier mal die Tür kurz zu. Und dann geht es hier runter in den Keller. Ja? Wie gesagt, ich habe es euch probiert, möglichst gut zu erklären, weil der Aufbau ist gar nicht so einfach von dem Objekt. Gehen wir zur dritten Wohnung, denn in die dritte Wohnung kommen wir dann über diese Tür. Also ihr seht, jede Wohnung hat einen separaten Eingang. So, dann kommt man rein in den Vorraum hier von der dritten Wohnung. Hierzu muss ich euch noch ein paar Sachen erklären, weil hier jetzt an der rechten seht ihr jetzt den Fahrstuhl, mit dem kommt ihr auch auf jede Ebene. Außerdem geht halt dieser Weg jetzt hier hoch in die dritte Wohnung und wir kommen über diese Tür hier in die Garage. Ja, was auch sehr interessant ist für jemanden, der in der Wohnung jetzt hier oben wohnt, ja, in der dritten Wohnung sage ich mal jetzt, dass der halt über seinen Weg direkt in die Garage kommt und halt dort mit dem Auto losfahren kann. Außerdem kommen wir von hier auch in die erste Wohnung, die wir euch zuerst gezeigt haben. Genau, dann gehen wir mal hoch. Die dritte Wohnung ist auch über zwei Etagen. Also wir befinden uns jetzt auch im ersten Obergeschoss und dann halt oben ist das Penthouse ausgesetzt. Wir kommen hier oben an, wir haben hier einen kleinen Vorraum, Hauswirtschaftsraum. Hier verblendet ist der Fahrstuhl. Ja, man kann es mal zeigen. Ja, coole Art und Weise, ja, das hier so zu verblenden mit der Tür. So fällt das auf jeden Fall nicht auf. Und dann hier mal rechts ins Badezimmer. Man hat hier auch zwei separate Waschbecken, Toilette und eine Dusche, sowie nochmal einen kleinen Austritt hier auf dem Balkon. Und dann hat man noch zwei Zimmer. Die beiden Zimmer sind leer. Da gibt es jetzt leider nicht so viel zu erzählen, aber man hat einen Blick zur Straße raus. Genauso wie in dem anderen Zimmer auch noch. So, das ist etwas größer. Hat hier auch zwei Balkone, den Balkon und den Balkon. Und auch eine sehr schöne Atmosphäre. Hier auch mit dieser Ambientebeleuchtung, die Deckenspots wie überall vom Stil her gleich. Wie gesagt, das gesamte Objekt hat Fußbodenheizung und auch Kühldecken. Ja, also das gesamte Objekt kann klimatisiert werden. Wir sind im vierten Geschoss in der höchsten Etage und im Penthouse. Ja, und deswegen habe ich auch gerade mit den Kühldecken angesprochen. Hier oben wird es auch dann deutlich wärmer, weil du hast halt viel Glas. Viel Glas ist halt geil, weil du halt viel Licht hast, aber natürlich auch viel Wärme. Ja? Du hast hier oben, wie ähnlich wie unten, den Kamin, hier noch etwas Stauraum, aber hier ist natürlich überzeugend, ich kann es nicht oft genug sagen, dieser unfassbare Blick raus, aus Wasser und von hier oben, wirklich, ich habe fast schon Gänsehaut, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Des Weiteren haben wir hier noch eine Außenterrasse. Unglaublich. Was sagst du, Niklas? Unfassbar, ja. Unfassbar, oder? Dieser Blick. Ja. Ist auch eine unglaublich schöne Wohnung, muss man sagen. Ist natürlich jetzt nicht möbliert. Muss man sich ein bisschen vorstellen, ja, wie man die aufbauen könnte. Ja. Aber man hat so viel Fläche, man hat verschiedene Räume und hier oben vielleicht ein Wohnzimmer. Genau. Dann eine Küche dran. Und man kann auch hier noch eine Sache zeigen. Die Blenden, wie im Badezimmer, sind hier auch versteckt. Also man hat hier auch eine riesen Schiebetür, die diesen gesamten Bereich hier nochmal abschirmen kann. Ja? Also man kann hier die einzelnen Wohnparteien auch wirklich sehr gut nochmal in sich separieren. Die Küche, ähnliche Ausstattung, natürlich ein bisschen anderes Design, aber ansonsten gleiche Ausstattung wie in den anderen Wohnungen. Und dann haben wir hier nochmal die Blende für den Fahrstuhl. Zack, hier kommt man oben an. Ankleider mit anliegendem Badezimmer. Kannst du mal kurz reinfilmen. Dort ist nochmal ein WC drin und ein Waschbecken. Und hier dieses Tageslicht ist auch ganz schön. Ja, das stimmt. Kann man auch auffahren, sehe ich gerade. Kann man auch öffnen. Und dann kommen wir hier in den ersten Raum. Ja. Ach, guckt euch mal diese bodentiefen Fenster an, diese Fensterfront. Das ist einfach sehr schön. Auch hier oben mit der Ambientebeleuchtung. Tolle Stilelemente, die hier umgesetzt worden sind. Und dann haben wir hier oben nochmal eine etwas schmalere Außenterrasse mit Blick zur Straße. Da kommen wir jetzt nicht rein, wir gehen mal jetzt nochmal zurück und zeigen euch den letzten Raum von der Villa. Das ist dieser hier, ähnlich aufgebaut wie der andere, aber etwas größer. Wir haben hier nochmal einen Einbauschrank und jetzt guckt euch mal bitte diese Optik hier an. Ich mache nochmal zu, hier die Saunatür.
wie die Badewanne freistehend im Raum steht, hinter dieser Wandvertäfelung aus Holz. Ja, dann hat man hier oben, wie gesagt, diese ambiente Beleuchtung einfach auch vom stilistisch extrem gut umgesetzt. Hier wurde auf jedes Detail geachtet. Zwei separate Waschbecken, Dusche, Toilette und hier hat man auch nochmal eine weitere Sauna. Also die gesamte Wohnung kann man hier auch wirklich nochmal hervorragend für sich, aber auch als Familie nutzen. Das war es auch schon mit der Tour von innen drin. Und ich würde sagen, wir finden ein paar passende Schlussworte unten im Erdgeschoss. Das war es auch schon mit der Tour von dieser Villa. Leider muss ich sagen, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und ja, genießt noch ein wenig den Ausblick. Und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es mal wieder heißt, you wanna see something unreal?